Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner live und muss sagen, so viel Resonanz auf einen Gast vor einer Show hatten wir überhaupt, glaube ich, noch nie. Normalerweise sitzt hier der Bundeskanzler oder der Bundespräsident. Heute ist Dieter Bohlen da. Hallo, Dieter Bohlen. Hallo, freut mich hier mal zu sein. Mir gefällt das Outfit. Also ich meine, das Studio sieht irgendwie lustig aus. Ja, das freut uns, wenn es gefällt. Und ja, wie gesagt, also super cool, dass Sie hier sind. Eigentlich ja nicht hier, weil du bei uns zu Gast bist, sondern weil du Konzert gibst heute. Du hast eine Megatour. Ja, genau. Warum ist die so mega? Was ist so mega an dieser Tour? Was ist da heute so mega an deinem Auftritt? Ja, erstmal natürlich, dass ich bin, ist schon mal mega. Nein, das ist Spaß. Mega ist natürlich, es gibt, glaube ich, ganz wenig Leute auf diesem Planeten, die 22 Nummer 1 hatten. Ja. Dazu gehöre ich, Gott sei Dank. Und also ich kann die ganzen Nummer 1 von Modern Talking, die ganzen Nummer 1 also von DSDS, von Alexander Klaas, Beatrice Egli, Pietro Lombardi und so, Mark Medlock und so, die singe ich heute Abend alle selber, weil ich habe die ja komponiert. Ich singe aber auch die großen Hits Chris Norman mit Midnight Lady und alle diese We Have a Dream und so, ja. Und deshalb, also ich kenne keinen Künstler, der sich da hinstellen kann abends und so viele Nummer 1 Hits singen kann, ja. Dann haben wir eine Mega-Band dabei, 8 Leute, die besten Musiker, die ich in Deutschland finden konnte. Ich habe viel zu erzählen zu den Songs. Wir machen richtig Party, richtig, also deshalb, also ist es so ein bisschen mega. Ist mega. Und vor allem sind ja auch einige Hits von Modern Talking dabei. Natürlich. Wie ist es für dich, Modern Talking solo zu performen? War ja ursprünglich zu zweit angedacht. Klar, ich meine, die Songs sind ja alle insgesamt, alle von mir komponiert und gemacht, produziert, getextet, alles. Und Thomas war aber natürlich der Hauptsänger. Das übernehme ich jetzt, mehr schlecht als recht. Ja, natürlich kann ich eine Nummer wie von Katterfeld singe ich für dich. Das kann ich nicht so schön singen, wie die Katterfeld das gesungen hat. Und Mein Herz, wir machen auch so ein Schlager-Medley von Beatrice Egli. Das singe ich natürlich nicht so hübsch, vielleicht wie die das alle gesungen haben. Ich versuche aber bei jeder Nummer so, es geht mir so, dass ich mich darstellen will, natürlich auch als der Komponist, Produzent, singen dann die Titel, wie gesagt, und ja, es ist ein schönes Gefühl, weil leider ist es ja immer so, bei DSDS oder beim Supertalent, ja, ist ja immer ein Riesenteam und wer weiß was nicht und eine Jury und so viele, da ist ja alles quasi so auf mich jetzt zu, also alle arbeiten für mich, wie jetzt zum Beispiel bei deiner Sendung. Gefällt dir besser? Gefällt mir besser. Auf dich fokussiert. Ja, so ja, gar nicht fokussiert, sondern es ist einfach so, wir alle, so weißt du, wir haben dieses Ziel, wir wollen heute Abend eine Riesenshow machen und das macht einfach Spaß. Ich meine, das ist genau hier wie du sitzt da, ist deine Sendung, ja, und alle, die hier so rumturnen, arbeiten eben für dich, ist irgendwie schön. Jetzt sieht man dich ja viel im TV, ja, im Tonstudio bist du sowieso extrem oft, aber auf Bühnen nicht mehr so häufig wie früher. Richtig. Ist das irgendwie für dich anders, jetzt wieder auf der Bühne zu stehen? Ist das auch ein bisschen ein komisches Gefühl? Oder? Ja, anders aber nicht Thomas, sag ich mal, ja, aber ich erfinde mich ja immer so, alle Jahre mache ich irgendwas Neues. Und vor anderthalb Jahren ging das eben los, haben zu mir alle gesagt, du mach bloß kein Instagram mehr. Denn, also weil, das ist für die jungen Leute und bla 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 und guck dir mal die großen Stars an und so. Die haben also so ein Thomas Gottschalk zum Beispiel in Deutschland, hat 4000 Follower, ja. Und folgt, glaube ich, 8000, ja. Also, und die hatten mich alle gewarnt. Dann haben wir das gemacht. Ich habe jetzt 1,4 Millionen Follower. Ja, es ist durch die Decke gegangen und da habe ich dann natürlich gelesen, da hat man ja diesen direkten, dieses Feedback, da stand, Mensch, du trittst immer auf, ich habe gerade gelesen, kommst aus Moskau, warum spielst du nicht mal in Deutschland? Und okay, komm, ich spiele einmal in Deutschland. Ne? Also ein Open-Air-Konzert in Berlin, ein Riesending, das war dann nach 40 Stunden ausverkauft. Und haben wir uns überlegt, wir sahen das schon so, nach Stunden gingen Schwarzmarktpreise 1600 Euro für eine Karte. Da habe ich gesagt, ey, das kann ich den Leuten nicht antun, lass uns eine kleine Tournee machen. Da sind dann 10 Konzerte draus geworden.
Berlin waren jetzt mittlerweile 21.000 da, in Dortmund waren 10.000, in Hamburg waren 10.000. Ich war jetzt letztes Wochenende wieder in Riga und Kaunas, ja, 14.000. Es macht natürlich auch Spaß. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Spaß macht. Und dieser direkte, ich sitze da sonst immer im Fernsehstudio, da sieht man seine Zuschauer nicht. Im Studio sitze ich, da sehe ich, also im Musikstudio, da sehe ich nicht die meine Musik kaufen. Und das war eben ein schönes Gefühl, auf einmal diese Leute da zu sehen, die seit 35 Jahren meine Musik kaufen, ja. Oder auch von mir aus nur hören, das ist mir alles egal, ob die das hören, kaufen. Hauptsache irgendwie, ja, sie haben Bezug zu mir. Da, ein Traum. Okay. Und da kamen Leute wirklich, ich hatte fast Tränen, aus was Peru. Sind ältere, jüngere, was sind völlig sie, gemischt, die Dieter-Bohlen-Fans? Völlig gemischt, ja? Aber eben Leute aus Peru, aus Los Angeles, aus natürlich aus Moskau. Weil ich mache vorher immer so Meet and Greet, und da siehst du die dann auf einmal alle so, ja. Die stehen da, ich habe da 35 Jahre drauf gewartet und so. Und dann erzählen sie mir so kleine Geschichten. Das ist geil. Ja. Das ist echt, das ist ein schönes Gefühl. Viel geiler, als sag ich mal, die ganze Zeit da 16 Stunden manchmal allein in so einem scheiß Studio zu sitzen. Ja. Du hast den Thomas Gottschalk vorher angesprochen. Da sind ja heute alle deutschen Medien voll damit. Gestern die Bild-Zeitung schreibt, dass sich eine Botox-Spritze, Spitze in deine Richtung erlaubt. Naja, das Ding ist ganz einfach. Also das war beim Thomas hat gerade ein Buch veröffentlicht. Und da muss ich immer herhalten als Promotion-Vehikel. Bei seinem ersten Buch war das schon so, hat er irgendeine Scheiße über mich erzählt, um ein bisschen in die Medien zu kommen. Und das ist jetzt wieder genauso. Er hat gerade jetzt wieder ein Buch veröffentlicht. Und dann, da er sonst anscheinend niemanden Prominenten kennt oder so, muss er sich dann immer irgendeinen Käse da ausdenken. Ja. Ich glaube, ich habe gegen Thomas nichts, aber natürlich, ich möchte auch nicht so aussehen wie er. Ja? Und deshalb haben wir beide das Gleiche. Er möchte nicht ich sein oder nicht so zu Ende gehen oder irgendwie was. Keine Ahnung, was er da gesagt hat. Ich möchte aber also überhaupt auch nicht natürlich so enden wie er. Ja? Ja. Also selbst, ich glaube, selbst im Sarg werde ich nicht so aussehen wie er. Ja? Aber ihr kennt euch persönlich, logischerweise. Ja, ich war 10-mal oder 11-mal in seiner Sendung. Ja. Und er war natürlich leider auch ein halbes Jahr in meiner Jury. Und hat da wirklich nicht gut aufgeschlagen und deshalb mussten wir ihn dann austauschen. Und seitdem ist er ein bisschen sauer auf dich anscheinend und will sich da remarchieren. Er hat bei Wetten, das war er echt toll. Mhm. Ja, das war sein Ding, aber als er gemerkt hat, so beim Supertalent, als er da in der Jury saß, das war nichts. Mhm. Ja, da haben sie ihm zum Teil sogar ausgebuht, weil er das nicht konnte. Ja. Und ich glaube, seitdem ist er irgendwie, das hat ihn so ein bisschen geknickt, weil da war er wirklich von unsere drei Juroren waren wir, Michelle Hunziker, ich und er, da war er echt der Schlechteste. Ja. Hat er seinen Zenit ein bisschen überschritten? Ja. Ja? Also lange. Der sollte in Pension gehen. Nein, er soll dann noch irgendwie was machen, am besten ganz spät im Programm. Das ist, ja, weil ältere Leute sind ja so ein bisschen nachtaktiv. Ja, genau. Okay. Kommen wir nochmal zurück zu Modern Talking, zum Thomas Anders. Ihr habt euch ja damals ziemlich auseinandergelebt. Kannst du dir vorstellen? Wir konnten uns einfach nicht ab. Ja. So, ja, es war einfach. Ich war ja sein Produzent und er war da eigentlich mein Sänger. Dann haben wir eben zusammen dieses Modern Talking gemacht. Er war 10 Jahre jünger, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und hatte natürlich, der war 18, 19 damals, hatte noch nicht so. Und dann, es gab eben großen Alter, also 10 Jahre sind wir auseinander. Ja. Und die Kette ist immer so stark wie ihr schwächstes Glied. Und er hat immer geblockt, ja, weil ich wollte nach Amerika, ich wollte nach England, ich wollte das und das und er wollte das alles nicht. Das nervt schon. Und dann haben wir ihm gesagt damals, nee, wir lassen das, haben wir es nochmal probiert, war ähnlich. Ja, aber es ist absolut okay. Thomas macht jetzt Schlager. Ich habe ihn damals auch als Schlagersänger kennengelernt. Er hat früher ja sein Herz hat immer für Schlager geschlagen. Das war eigentlich nur ein Ausrutscher, dieses Modern Talking. Also wäre an dem Tag, wo ich diesen Song hatte, ein anderer Sänger von mir im Studio gewesen, glaube ich, hätte der dann im Your My Heart, Your My Soul gesungen. Weiß nicht, ob es dann auch so erfolgreich war. Es war sein Glück, dass er da gerade vorbeigeschaut hat. Genau, ja. Weil er hat sich ja vehement dagegen gewehrt. Er wollte ja gar nicht. Erstmal wollte er, deshalb sind ja auf diesem ersten Platte, wenn du das anguckst, sind zwei Schuhe drauf. Mhm. Weil er nicht auf diese Platte wollte. Verstehen. Weil er nicht dran geglaubt hat. Ja. Weil er lieber Schlagersänger sein wollte. Mhm. Und und dann nachher war der Erfolg so groß, dann ist er dabei gewesen. Ne? Aber es,
sag mal, das gehört ja nicht so organisch. Also angenommen, wir beiden würden uns jetzt kennenlernen und würden dann irgendwie, das war nicht so. Es war einfach so mit der Kneifzange und zwei Leute, die sich nicht gut verstehen, wenn die dann zusammen Musik machen, ist irgendwie, das entweder rauft man sich dann zusammen, aber das konnten wir irgendwie. Hast du eigentlich noch Kontakt zu ihm manchmal oder gar nicht mehr? Nee, eigentlich nicht. Echt? Und bist doch ganz froh darüber, oder? Nein, gar nicht. Das ist jetzt lange, lange her. Und ich verfolge das natürlich auch, was er macht. Und er singt jetzt also mit Florian Silbereisen und macht sein Schlagerding. Das ist okay. Das hat er, glaube ich, immer gefühlt und gemacht. Und wenn er jetzt so Schlager macht, dann ist das ein guter Weg für ihn. Und kannst du dir vorstellen, irgendwann einmal, ich meine, du bist jetzt älter, ruhiger mit ihm auf der Bühne? Nee. Nein, weil ich möchte nur noch Sachen machen, die mir echt Spaß machen und nicht vorgespielte Spaß. Ja. Also zum Beispiel Bruce Danell und ich, wir verstehen uns einfach ehrlich gut. Oder meinetwegen Pietro und ich, wir verstehen uns ehrlich. Aber den Leuten jetzt sowas vorzumachen auf der Bühne jetzt, so, oh, wir sind ja Friends und so, ja, da habe ich keine Lust mehr zu. Okay. Du hättest ja nächstes Jahr, hätte diese Megatournee ja weitergehen sollen. Da hast du einen Großteil der Konzerte abgesagt. Warum ich mache noch zwei. Dresden mache ich. Haben sich viele Sorgen gemacht, ob da was mit deiner Gesundheit ist? Nein. Aber guck mal, jetzt ist es ja wirklich so. Ich meine, ich trete heute in Wien auf, morgen trete ich in München auf. Am Sonntag und am Montag gebe ich ein Facebook-Konzert. Ja. Und so weiter, jeden Tag unter Strom. Das kannst du mal eine Zeit lang machen, aber dann willst du auch mal wieder, also ich jedenfalls jetzt irgendwie mal wieder ein paar Monate, wo ich mein Ding machen möchte. Ein bisschen zurück, vielleicht mit dem Boot so ein bisschen auf Mallorca rumschippern oder mit meiner Frau da irgendwie auf eine Insel fahren oder so. Das kannst du nicht, wenn du andauernd dann dahin, dorthin und so. Ich arbeite auch im Moment auch so ein bisschen an einer Welttournee, die ich vielleicht machen werde, 21 oder 22. Ich arbeite an neuen Werbegeschichten, ich arbeite an neuen Formaten. Du hast ja vorhin schon gelauscht, als ich telefoniert habe. Also es ist wirklich bei mir immer unheimlich viel so los. Ja? Und ich überlege mir natürlich auch, das ist ja nicht so, dass das alles ganz spontan kommt, weil man muss sich ja, es wird bei dir ja ähnlich sein, man hat viele Ideen, dann lässt man die wieder weg und das doch nicht und dann trifft man sich mit den Leuten und denkt, ah nee, das auch nicht. Ich sag mal, 99% von dem, was ich mir so ausdenke, mache ich dann ja nicht, weil ich dann irgendwann denke, so nach ein paar Wochen, ah nee, lass mal lieber und so. Ne? Aber wenn du jetzt zurückblickst, du hast ja irrsinnig viel gemacht, du hast das gerade aufgezählt, ja. Was war denn so dein persönliches Highlight? Was die Modern Talking Zeit, was deine Zeit als Musikproduzent, was deine Zeit als TV-Showmacher, Werbetestimonial? Ja, es gibt ja erstmal zwei verschiedene Sachen im Leben. Was macht den meisten Spaß? Am meisten Spaß macht mit meiner Freundin nachts. Das macht mir am meisten Spaß. Beruflich. Genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, es gibt ja das Private. Ja. Das Schönste ist für mich, mit meiner Tochter irgendwas zusammen zu machen. Und mit der ganzen Familie, jetzt gerade die Weihnachtszeit. Heute war eben Nikolaus. Und die leuchtenden Augen zu sehen, wenn sie dann Schokolade und Bücher und was sie da heute Morgen alles bekommen haben. Ja. Das ist das private Ding. Und das ist mein absolutes, darüber kommt nichts. Aber ansonsten jetzt zum Beispiel, das ändert sich bei mir. Im Moment finde ich das mega geil, auf einer Bühne zu stehen oder schreien 10.000 Leute. Ja. Das ist geil. Aber kann jetzt sein, irgendwann, wenn du eine tolle Fernsehsendung machst und alle Leute schreien, das ist toll. Als ich am ersten Tag bei Instagram 130.000 Follower hatte, in 6 Stunden, da habe ich auch gedacht, wow. Ja. Es gibt so Ideen, als ich das erste Mal Your Heart, Your Soul auf 1 stand, da dachte ich, oh Gott, oh. Ja. Es gibt so Momente, aber so den Moment irgendwie ist dann eher auch so, die ganz großen Highlights oder so waren dann eher im privaten Bereich. Was, wenn du die Nabelschnur von deiner Tochter durchtrennst, denkst du so, oh. Das schlägt jeden Nummer-1-Hit. Ja, stimmt. Hast du eigentlich einen Überblick, wie viel Geld du verdient hast in deiner Karriere? Ich? Ja. Viel. sehr viel. Ja, wie viel? Ja, aber ich meine, ich muss, die Leute dürfen an sich vergessen. Habe ich laufende Kosten. Vor allen Dingen, also meine Kosten, also die größten Kosten sind eben die Hälfte von jedem Euro, gebe ich eben ab.
Ich mache keine komischen Steuermodelle. Ich bin leider nicht Alphabet. Ich bin nicht Google. Ich bin nicht die ganzen Riesenfirmen. Die zahlen bei uns nicht 1 Euro Steuer. Ja. Und ein Bohlen muss eben... Brav in Deutschland. Wie bitte? Und versteuerst brav in Deutschland. Genau. Ich mache keine komischen Sachen. Ich habe keine Firmengeflechte oder schieb das da irgendwie nach Curaçao oder wer weiß was, wo die Leute alle sitzen, keine Steuern zahlen. Gibt ja genug Schlupfwinkel und sowas. Mache ich alles nicht. Ich mache wahnsinnig hohe Vorauszahlungen schon, ja. Und dann natürlich, ich komme auf eine Steuerbelastung, die glaube ich, über 50% ist. Ja, und das finde ich aber auch okay. Also man soll ja immer, wenn man zwei Sachen hat, soll man ja eins abgeben. Das findest du auch okay, dass Reiche durchaus mehr Steuern zahlen. Also sowas, so Reichensteuern zum Beispiel, ist auch immer ein heiß diskutiertes Thema. Ja, sowas haben wir ja alles in Deutschland. Man darf das natürlich nicht übertreiben. Ja, also wenn es jetzt noch eine Vermögensteuer auf die Reichensteuer und den Solidaritätszuschlag muss ich dann trotzdem als Einziger quasi bezahlen. Es wird manchmal so ein bisschen, es ist am Rand des Ungerechten. Ja. Und ich finde da so Schweiz irgendwie in vielen Sachen gerechter, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Steuer zum Beispiel. Weil es kann doch nicht angehen, dass, sage ich mal, ein Alphabet, Google, die Leute, ja, oder Apple und so weiter, dass die alle in Europa keine Steuern zahlen. Mhm. Und dass Macron da gleich angepfiffen wird von Trump und bedroht wird und so. Ja, wenn die sagen, nur wir wollen nur 3% haben vom Gewinn. Ich meine, jeder Handwerker in Deutschland, ja, bezahlt seine 40-45% Steuern und die Hypermilliardäre, Billionäre und ich weiß nicht, die zahlen nichts. Da werden die Leute sauer. Da steht keiner. Ich glaube, die Leute müssen so ein Gefühl haben, dass es gerecht in einem Land zugeht. Ja. Aber ich bin auch dafür, dass sich Leistung lohnen muss. Ich finde nicht, dass alles gleich gemacht werden muss. Das heißt also, dass jeder quasi das gleiche Gehalt kriegt oder beziehungsweise, dass jemand, da sage ich mal, dass eine Krankenschwester richtig hart arbeitet den ganzen Tag, ja, und kriegt dann 1500 Euro und jemand, der nicht arbeitet, kriegt das gleiche Geld, ja. Das ist für mich nicht in Ordnung, ja. Ich finde sowieso, dass diese ganzen Altenpfleger, Krankenschwestern viel zu wenig Geld kriegen, Lehrer und so. Ich finde, also ich habe mal jetzt vor kurzem mal eine Stunde Musikunterricht gegeben, einfach so aus Jux. Meine Fresse, ja. Deshalb seitdem finde ich ja, alle Lehrer sind unterbezahlt, weil das war wirklich super, super schwer, ja. Und Gerechtigkeit ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber man darf die Leute in Deutschland. Wie bitte? Das geht dir ein bisschen ab. Ja, weil man darf natürlich jetzt auch nicht die Leistungsträger, sag ich mal, zum Land rausjagen. Ja. Also es gäbe für mich wirklich also Grenzen, wo ich dann vielleicht auch sagen würde, oh nee, komm, dann ziehe ich wirklich in die Schweiz. Ja. Du könntest ja eigentlich locker in Pension gehen, in Rente gehen, könntest auf Mallorca sein. Das hätte ich mit 40 mal schon machen können. Ja, kannst du wahrscheinlich seit Jahrzehnten schon machen. Aber trotzdem arbeitest du wie ein Berserker. Weil es dir so viel Spaß macht oder weil du ein Süchtiger bist? Ja. Weil du ein Nein. Also Getriebener bist? Im Gegenteil. Also Carina und ich, wir sind gestern durch den Wald gelaufen. Ja. Und mir ist das also seit 30 Jahren schon so klar, also ich ohne Arbeit, das ist wie keine Ahnung, ja. Als wenn sie dir den Pimmel abschneiden würden, sage ich ganz ehrlich. Ja, schlecht, ja. Ich brauche das wirklich, weil es macht mir so eine wahnsinnige Spaß. Klar, wenn ich jetzt, sage ich mal, im Gurkengeschäft arbeiten müsste, ja. Nichts gegen Gurkengeschäfte. Aber und der Job wird mir dann vielleicht keinen Spaß machen. Dann wäre Käse, ja. Aber ich liebe das. Ich liebe Musik machen, ich liebe Fernsehen, ich liebe rumlabern, also quatschen und so. Und alles das, was ich mache, finde ich einfach geil. Und das willst du auch machen bis an dein Lebensende, also solange du es kannst? Solange ich das kann und solange ich den Leuten nicht so auf den Sack gehe. Also wenn die Leute alle nicht sagen, so oh, hörst, böser Mensch bist du. Dann nicht, ja. Aber weil es wird mir in dem Moment ja auch keinen Spaß mehr machen, wenn man keinen Erfolg hat. Aber solange man Sachen kreiert, machen kann, Kreativität zum Beispiel ist für mich ganz was Wichtiges. Also eben Sachen sich auszudenken und so und mich da ausleben, meine Ideen umzusetzen. Ja. Kommen wir zu deinen TV-Shows. Deutschland sucht den Superstar, läuft das seit einer gefühlten halben Ewigkeit, muss man sagen. 17. Staffel. 17. Staffel, Wahnsinn. Am 4. Januar geht's los. Startet es wieder. Mhm. Wie lange willst du das noch machen? Wie lange geht das noch? Ja?
Ja, weiß ich auch nicht. Also in der dritten Staffel haben die Leute mich immer gefragt, ja, was meinst du denn, wie lange läuft das noch? Mhm. Weil ja 10 Jahre bestimmt. Und die Leute haben mich so angeguckt wie du, ja. Weil die alle gesagt haben, lass den mal spinnen. Aber jetzt sind wir in der 17. Staffel und in der 13. Staffel beim Supertalent. Also ich habe jetzt 30 Staffeln auf dem Puckel. Mhm. Und ja, ich glaube, solange man das gut macht und solange DSDS jetzt zum Beispiel interessant ist und wir 4,5 Millionen Zuschauer haben, ja, im Schnitt, das ist natürlich eine geile Sache, ja. Wir sind immer Marktführer sind an jedem Abend, solange werde ich das machen. Wenn mich keine Sau mehr sehen will, dann mal was anderes. Was macht dir mehr Spaß, Supertalent oder DSDS? Schon DSDS, oder? Nee, wenn in dem Moment, ich bin ehrlich, wenn ich Supertalent mache, denke ich immer, DSDS ist besser. Okay. Wenn ich DSDS mache, denke ich immer, Supertalent ist besser. Mir macht es unheimlich Spaß. So. Ich brauche immer so meine Leute. Und mir macht es einfach Spaß mit dem Bruce Danell, mir macht es Spaß mit Pietro und so. So, wenn man eine nette Jury hat, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn man nur so Arschgeigen hat, also mit denen zu arbeiten, das könnte ich, also wer ich waren denn so Arschgeigen? Wer waren denn so Arschgeigen? Oh, wir hatten viele Arschgeigen. Also Heinz Henn war mal da oder der Typ von Calcia Candela oder so. Ja. Es gab wirklich eklige Leute. Ja. Warum ist die Viktoria Swarovski eigentlich nicht mehr in deiner Jury? Ja, warum ist sie denn nicht? Also wir, Bruce und ich, wir fanden die jetzt nicht so mega, ja. War nicht so prickelnd. Also die war unheimlich nett, aber ich hatte so das Gefühl, oder Bruce und ich hatten das Gefühl manchmal schon, dass sie ein bisschen überfordert ist. Mhm. Also dass so eine große Samstagabendsendung vielleicht ein bisschen zu, weil da ist man so im Fokus und sie hätte, glaube ich, noch ein bisschen Vorlauf gebraucht, ja. Ich glaube jetzt so bei Let's Dance und so. Passt sie besser. Ist besser, weil die Rolle ist nicht ganz so groß. Mhm. Da kann man sich, glaube ich, ein bisschen besser drauf vorbereiten, aber man darf ja eins nicht vergessen, ich meine, ein ganz junges Mädchen, ja, die brauchen natürlich ihre Zeit auch nicht und dann einfach so, pff, da so hier, gehen wir in die größte Show, die in Deutschland da läuft, war ein bisschen früh. Du hast neue TV-Projekte angesprochen, kannst du da schon was verraten? Nee. Willst du auch nicht. Dass sie neu sind. Ich weiß ja noch nicht, ob ich es überhaupt mache, bei mir geht das ja immer so hin und her. Das ist es eben, also ich mache mir über solche Sachen jetzt zum Beispiel, ob ich so ein neues Format mache oder nicht, ja. Da sitze ich wirklich, also das beschäftigt mich Monate, weil du natürlich auch alles zerstören kannst. Mhm. Ja. Und deshalb lasse ich lieber Sachen manchmal sein, als dass ich dann irgendwie alles kaputt mache. Ja. Mhm. Manchmal ist es auch mit Geld, weißt du, du hast 5-mal gewinnst du mit irgendeiner Aktie, ja, und dann denkst du, wow, jetzt aber hier, jetzt mache ich das und puff, alles ist weg. Ja. Was ist dein Anlagetipp? Ich habe ganz viele Anlagetipps. Wenn du einen abgeben müsstest? Wenn ich einen auf sicher machen würde, würde ich kontinuierlich einen Sparplan auf dem MIC World machen. Das ist ein Fonds, da sind 1400 Firmen drin. Die ganzen großen Firmen, Alphabet und Pipapo aus Amerika. Wenn ich da, sag ich mal, jeden Monat meine 100 Euro reinpacke, ja, und das die nächsten 30 Jahre mache, verspreche ich jedem, würde ich unterschreiben, hat der in 30 Jahren dann fetten Gewinn. Okay, super Tipp. Wir machen eine ganz kurze Werbung. Wir müssen nämlich ein bisschen Geld verdienen. Ja, und dann reden wir Geld gleich ist weiter. Wichtig. Und dann sprechen wir über die österreichischen Musikstars. Okay. Andy Gabalier, Conchita Wurst. Wie siehst du die eigentlich? Ganz kurze Pause und dann geht's weiter mit Dieter Bohl. Trainer live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Heute mit Dieter Bohlen, war ein, muss man sagen, wirklich spannender, cooler und vor allem sehr kurzweiliger erster Teil. Der zweite Teil wird hoffentlich ähnlich spannend. Sprechen wir ein bisschen über die österreichischen Musikstars. Du bist ja der bekannteste Juror definitiv im deutschsprachigen Raum. Wie würdest du denn die österreichische Musikszene also so es gibt Simon, beschreiben? Simon Fuller, ne? Gibt es. Das ist der hat zum Beispiel DSDS erfunden und Pipapo. Ja? Und diese ganzen, ganz viele Castingsendungen. Und also eben das amerikanische, englische, der Hero von den ganzen Dingern. Der hat gesagt, ich bin der Beste, weltweit. Na bitte, dann. Also das, der weltweit Beste. Wie bewertet der weltweit Beste die österreichische Musikszene? Gut. Also dafür, dass hier relativ wenig Leute wohnen, ja, ja, und der Musikmarkt ja hier sehr klein ist. Ja. Also die Künstler kamen früher schon immer, ich habe ja 2-mal für Österreich einen Grand Prix gemacht. Ja, und
dann kamen die natürlich immer, ja, der Markt ist so, also weil mit hier bist du ja, also mit 1000 Platten kriegst du ja irgendwie dreifach Platin, mhm. ja, weil der Markt ist natürlich relativ klein. Deshalb treiben die sich ja auch alle bei uns in Deutschland rum, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und Gabalier ist ja zum Beispiel in Deutschland wahnsinnig erfolgreich und verkauft da wirklich wahnsinnig CDs. Warum? Weil er kommerziell ist, cool ist und wirklich gute Musik macht. Mhm. Und deshalb, der ist in Deutschland richtig groß. Bei Conchita Wurst war das eigentlich absehbar. Sag ich mal, ein großer Hit und dann so der Absturz. Mhm. Ja, das ist jetzt zwar sehr drastisch ausgedrückt, ja, aber ist natürlich so, weil ich meine, so, das war ein Single-Erfolg. Mhm. Und dann, sage ich mal, die zweite Single dann dran zu setzen, ich glaube, er ist da auch nicht so richtig dran geblieben. Ja? Ich hatte so unheimlich viel, so, also nicht so richtig fokussiert hatte ich. Ich hätte an seiner Stelle erstmal geguckt, wo kommt jetzt die Follow-up-Single her. Ich brauche als nächstes einen mega geilen Song, um diesen Erfolg da zu halten. Und da ging es aber viel mehr so um privat oder ob der, wie heißt dieser komische Modeschöpfer da, Gaultier, keine, so alles so, weißt du, er hat das unheimlich ausgelebt, mhm. weil er sich höchstwahrscheinlich selber ihm da unheimlich gefreut hat, dass das auf einmal, weißt du, wer hätte denn damals geglaubt, dass er für Österreich nach Udo Jürgens den Grand Prix gewinnt, ja. Hättest du es dir gedacht, dass er erschossen hat? Die Nummer war stark, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich hätte nicht geglaubt, dass die Leute so open-minded oder so oder so locker sind, ja, dass sie wirklich sagen, ey, das ist geil, das gefällt mir, das Lied finde ich schön, ja, ich rufe für den an oder wähle für den. Der Song war toll, wirklich ein toller Song, aber wie das eben so mit tollen Songs manchmal ist, also wenn du dann manche zerbrechen auch an so einem großen Hit, ja. Mhm. Und deshalb, also man hört eigentlich ja nicht mehr so viel. Ich höre immer nur was, ob er jetzt sein Bart ab hat oder ob er jetzt kurze Haare oder lange oder die Perücke oder mit das. Mit Heidi Klum sitzt er jetzt in einer Show. Ja, aber die floppt wie ein Stein, ne? Also die lief ja am Donnerstag. Gestern lief die, ne? Ja, genau, gestern. Gestern lief die und das erste Mal unter einer Million. Das heißt also in Deutsch, also die hatten eine Sehbeteiligung von 3,4%. Also eine Pleite, deiner Meinung nach. Desaster. Ja. Und noch? Aber ich muss auch sagen, die Presse hatte zum Beispiel geschrieben, das wäre am Anfang, haben die geschrieben, das wäre das bessere Heidi Klum, Germany's Topmodel, also die Sendung wäre besser. Und jetzt floppt sie. Wobei eben, Topmodel läuft ja auch nicht mehr wirklich. Bei der Heidi du bist ja so ein sehr kritischer Mensch. Ja. Für ProSieben sind 2 Millionen immer noch gut. Weil man das sieht, das ja immer so, was der Sender sonst so macht. Mhm. Bei RTL mit 2 Millionen Leute hätten sie den Arsch getreten. Ja. Das ist wirklich Fakt. Weil ich hatte mal so, wir hatten mal eine Sendung gemacht, die hieß DSDS Kids, lange bevor Voice das gemacht hat. Und da hatte ich dann in der Tat mal 2,5 Millionen Zuschauer, aber einmal. Und dann war das Ding beendet, ja. Kommen wir nochmal zum Andreas Gabalier. Der polarisiert ja auch extrem, muss man sagen. Warum? Politisch wird ihm ja immer wieder vorgeworfen, dass er so politisch ist. Das kriegt man in Deutschland nicht so mit, ja. Dass er irgendwie am rechten Rand teilweise anstreift. Das wird ihm vorgeworfen. Ja. Okay. Er selber sagt ja, das stimmt alles nicht. Okay. Wie siehst du das? Ja, wenn er das nicht ist und sagt, ich bin nicht am rechten Rand. Ja. Also, aber du kennst ihn besser, denn Andreas? Nein, ich kenne nur seine Musik. Er ist mal bei DSDS aufgetreten. Ihr wolltet ihn ja auch mal in die Jury holen, gab es also, das Gerücht, oder? Also in Österreich ist das kursiert. Ja, weil ich mag ihn. Ja. Er ist damals aufgetreten da in Ischgl. Hm. Und toll, ich finde seine Nummern prima. Also einmal sehen wir uns wieder, singen die Leute jetzt immer noch in den Castings. Hm. Ein Megasong. Also da ist es wirklich so, der Song ist so gut, die können sogar Scheiße singen. Wenn du die Nummer singst, hast du eigentlich immer so, dass die Leute, oh, komm, schon gut. Ja. Warum? Weil der Song ist ein Evergreen. Also, Andreas, das wird ein Evergreen. Also den hätte ich gerne geschrieben. Ja. Und, könntest du dir vorstellen, mal mit ihm zusammenzuarbeiten? Klar. Ja? Na, ruf mich an, Andreas, wir machen da irgendwas. Okay, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ja. Ich mag ihn. Also ist ein guter Typ. Okay. Was können denn die Österreicher besser als die Deutschen eigentlich? Ihr habt zum Teil gute Politiker, finde ich. Ja? Ja. Wer? Ja, Herrn Kurz finde ich natürlich. Den Kurz findest du gut? Ja. Den würde ich am liebsten adoptieren. So jemand hättest du gerne in Deutschland? Ja, finde ich ehrlich. Würdest du adoptieren am liebsten? Sofort. Ja? Weil der einfach ein junger, dynamischer Typ ist, oder warum? Genau so. Ja. Wir haben da alle so diese alten Leute. Keine Merkel oder keine AKK. Ja, also AKK, du, da, also
weißt du, Mensch, also auch, weißt du, man schickt die Leute auch als Repräsentant in die Welt. Ja. Und wenn die dann so ein verkniffenes Gesicht da sehen und so, weißt du, ohne, weißt du, die sehen doch nicht nach Zukunft aus. Euer sieht nach Zukunft aus, euer sieht aus, weißt du, fresh, ja. Und weißt du, und die Kompetenz auch. Ich meine, vielen Leuten in Deutschland ist einfach so, die haben meinetwegen wie Scholz Jura studiert und sind dann Finanzminister. Mhm. Obwohl ich weiß, dass eigentlich Anwälte ganz schlecht mit Geld umgehen können. Ja? Jedenfalls die 100 Anwälte, die ich bisher kennengelernt habe. Mhm. Also diese Kompetenz, diese Vision nach vorne, jung, Wissen, weißt du, das ist alles so zum Teil verkopft, verdingst, so rein nur noch, man hängt an der Macht, man will nicht loslassen, ja. Es wäre wunderbar, wenn da mal irgendwie so junge, dynamische, gut aussehende, da sitzen die Haare, du. Geht los, da könnt ihr stolz drauf sein, ehrlich. Gibt es da jemanden, der da in den Sinn kommt, wo du sagst, der wäre sowas? Jens Spahn? In Deutschland? Oder so einen guten haben wir nicht. Ja. Weil er so ist auch, ich glaube, ich habe den Jüngsten, oder? Ich kenne jetzt auf der ganzen der jüngste, Welt. Er ist der jüngste Bundeskanzler gewesen. Ja. Also, dass ihr den gewählt habt. Also, ich muss also sagen, wirklich Hut ab, ja, vor Österreich. Dass wir uns das getraut haben. Conchita Wurst, so ein Risiko einzugehen. Ja. Wahrscheinlich habt ihr gedacht, wir verlieren sowieso immer, dann können wir das auch da mal probieren. So viele Jahre davor. So, da wird man vielleicht ermutigt. Ja, guck mal, Deutschland hat eigentlich nie was riskiert, beim Grand Prix zum Beispiel. Und immer jetzt die letzten Jahre immer so in den letzten Ringen herumgekraxelt. Mhm. Das ist ja auch, man muss was riskieren ab und zu, wie Bohlen, der zu Instagram geht. Ja. Oder eben auch mit so einem Politiker, guter Mann, glaube ich. Also ich kenne den jetzt nicht persönlich, ja. Aber so, der ist mir auch sympathisch, sag ich mal. Da gehört doch auch so Empathie, dass man so jemanden sieht und denkt, ey, mit dem würde ich abends mal ein Bier trinken gehen. Mhm. Also ich kenne jetzt irgendwie, könnte jetzt keine viel, also mit Lindner oder Pipapo, da könnte ich gut, der ist nett, der ist lieb, der sieht irgendwie ganz, mit dem würde ich, glaube ich, bestimmt mal ein Bier trinken gehen. Aber die meisten sind ja auch alle so uralt oder sehen so Kevin aus. Kühnert? Da willst du mich verscheißern. Wir bekommen jetzt in Österreich wahrscheinlich eine Koalition aus ÖVP und Grünen. Das gilt ja auch immer so ein bisschen als Vorbild vielleicht für Deutschland, dass dann CDU-Grüne auch in Deutschland nach der nächsten Mal zusammengehen könnten. Fändest du das spannend? Sehr spannend. Ja. Aber ich finde sowieso, ich meine, man sollte da mal alles so auch so ein bisschen loslassen, ja. Weil zum Beispiel die SPD hat früher mal gesagt, sie würden nie mit den Linken gehen. Niemals. Und jetzt sitzen die schon wir würden sofort eine Koalition mit den Linken machen. In vielen Bundesländern machen sie Politik. Ich finde, man muss da irgendwie, alles ist besser als so ein Stillstand und so. Jetzt also nur noch, ich habe im Moment so das Gefühl, es passiert nichts, ja. Mhm. Außer die beschäftigen sich auch alle nur mit sich selber. Die ganze SPD, da stundenlang, da wird er jetzt die Spitzenkandidaten werden. Und was kommt da raus? Nach monatelangen Gezerre, die zwei größten Loser wären sie, ja. Das ist schon Hammer. Hat du, das keiner kennt, oder? das sind ja zwei. Der eine ist in Rente und die andere hat eigentlich alles da, wo sie war, auch alles versehigt. Ja. Und also, Mensch, also ich gehe doch nicht mit, also das ist genauso, als wenn ich mit einem Blinden und Tauben Führerschein machen will irgendwie. Das ist auch Käse. Ja, jetzt haben wir in Österreich, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, ja eine ziemliche Aufregung gehabt um ein Video. Es ging um das Ibiza-Video. Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Was hast du dir gedacht, wie du das gesehen hast? Ja, scheiße, habe ich gedacht, ja. Österreicher sind... Nein, so nicht. Also, Mensch, ja gut, ich meine, wenn da so ein Typ natürlich völlig breit da irgendwie... Ja. Ich weiß nicht, man kennt ja die Hintergründe nicht. Und man kann immer leicht über Leute da irgendwie... Ich habe aber... Wenn ich völlig betrunken wäre, was ich eigentlich nie bin, weil ich mag Alkohol nicht so besonders, da redet man viel Scheiße zusammen auch, ja. Mhm. Und einen Stab über jemanden zu brechen, der völlig betrunken war, ja, also das ist normalerweise vor Gericht ist es ja so, wenn du irgendeinen Scheiß machst, hast 3 Promille gehabt, bist du gar nicht schuldfähig, ja. Mhm. Das ist... Kommen wir abschließend noch ein bisschen zu dir privat. Da hast du ja auch eine ziemliche Wandlung eigentlich durchgemacht. Du warst früher, wenn ich das so sagen darf, eher das Feindbild aller Frauen. Der sozusagen Parademacho und jetzt bist du so der Vorzeigefamilienmensch geworden. Wie ist das passiert? Das stimmt nicht. Also, weißt du, das erste Missverständnis war, dass ich diese Macho-Sprüche,
Ne? Das war Spaß. Mhm. Leider haben die Leute das immer ernst genommen. Ich mag schon ab und zu gerne provozieren, habe aber gemerkt, dass so ironische Bemerkungen oder so, dass die Leute das manchmal einen falschen Hals kriegen. Ja? Weil wenn ich jetzt aus Jux zu dir sagen würde, ich will meinetwegen der Papst werden, gäbe es 10% oder 20%, die glauben würden, ich will wirklich Papst werden. Ja? Deshalb bin ich vorsichtig mit so Äußerungen geworden einfach, weil ich gedacht habe, Mensch, so lustige Sachen, die Leute merken nicht, dass das Comedy ist oder dass das Spaß ist. Ja? Das habe ich ein bisschen eingestellt. Und natürlich, du kennst die Medien ja auch gut. Wenn du irgendwas sagst, du kannst ein Interview geben, 3 Stunden lang, die schlauesten oder nettesten Sachen sagen. Einen Satz haust du raus, der irgendwie völlig daneben ist oder aus Jux. Dann hängen die dich an diesem einen Satz auf. Ja. Das ist das. Und ich war auch jünger. Und ich hatte natürlich auch, sage ich mal, ich war auf der Suche. Nicht nur bei Deutschland sucht den Superstar, sondern Dieter Bohlen hat auch die richtige Frau gesucht. Und dabei, wir haben bei Deutschland sucht den Superstar ganz, ganz schlechte Sänger. Und das finden die Leute auch gut, die schlechten Sänger. Und Dieter Bohlen hatte auch ganz richtig schlechte Frauen. Und deshalb hat das da manchmal nicht so geklappt oder es hat einfach nicht funktioniert. Thomas Anders und ich, das hat nicht so geklappt. Gut, das war nicht meine Beste. Meine Beste, dazu, ja, so ein bisschen. aber es gab eben Frauen, da hat es einfach nicht geklappt. Das lag gar nicht an denen. Das hat einfach die Chemie nicht funktioniert. Und viele Menschen haben das große Glück, dass sie, sag ich mal, 25 sind wie du und gleich die richtige Frau gleich am Anfang kennenlernen. Mhm. Super. Ja, aber bei mir war das leider nicht so. Ich habe lange gesucht, aber dann den Treffer gelandet. Ja. Mhm. Jetzt bin ich glücklich seit 13,5 Jahren. Und hat wunderbar. Die Carina dich da so ein bisschen gezähmt, kann man das sagen? Nö. Nö, du hast dich selber gezähmt. Nö, auch nicht. Also sie hat das, vielleicht hat sie mich gezähmt, aber ohne, dass ich das gemerkt habe. Das ist ja, Frauen haben ja so ein, es gibt einfach Frauen, die können das. Ja, aber wie hat sie dich verändert? Du hast dich schon verändert, oder? Also zumindest wirkt es so von medial betrachtet. Ja, ich mag die einfach gerne, das sage ich und das weiß sie und ich stehe zu ihr. Und ich habe natürlich jetzt auch früher, mein Rekord waren ja mal 53 Nächte nacheinander morgens, also auf Mallorca war das eine Zeit, so 3 Monate, war ich jeden Tag bis morgens um 5 auf Piste. Ne? Also in Disco-Clubs und getanzt und bla bla bla. Und irgendwann natürlich, also ich war immer, sonst war ich immer donnerstags, freitags, samstags in Clubs. Ja. Irgendwann, wenn du 50 Jahre deines Lebens in Clubs gestanden hast, ja, weil ich bin angefangen mit 13 Jahren wegzugehen. Mhm. Und irgendwann reicht's, ja. Ich habe jeden Club der Welt gesehen, die geilsten Clubs, die tollsten Frauen, ich habe alles gesehen, aber jetzt sage ich mal, mein Leben da noch abends in der Disco zu stehen und Wodka zu trinken, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf, ja. Ja. Und weißt du, es gibt ja auch so Verschiebungen, ja, dass man dann auf einmal anfängt, extrem mehr Sport zu machen. Also ich mache fast jeden Tag 1,5, manchmal auch 2 Stunden Sport. Mhm. Das habe ich früher keine Notwendigkeit gesehen. Okay, da läufst du oder machst du Fitness? Ich mache halb und halb. Ich habe ein Fitnessstudio zu Hause, mache so 45 Minuten Krafttraining, weil sonst werden im Alter einfach die Muskeln dünner, ja. Und ich mache jeden zweiten Tag Cardio, also sprich 45 Minuten Joggen, Hardcore-mäßig oder irgendwas, also Tennis spielen oder irgend sowas. Ja. Also der Mix zwischen Cardio und Krafttraining ist, glaube ich, ganz gut. Und wenn du, also diese Beine, sie fühlen sich an wie Holz, das kommt eben nicht, dass ich eher so verkalkt bin, sondern dass das eben durchtrainierte Muskeln sind. Und ich muss ja den, also die Leute fragen... Also du bist fitter als so mancher 30-Jähriger. Sowieso. Ja. Also das beweise ich auch andauernd. Also weil ich da irgendwelche, ich laufe mit den Leuten um die Wette oder mit Pietro Lombardi, fahre ich um die Wette mit dem Fahrrad oder auf Schnelligkeit oder wir spielen Tennis oder was auch immer. Aber ich muss eins sagen, die Leute fragen mich immer, was ist dein Trick? Warum bist du so, warum siehst du noch ganz so gut aus oder warum bist du so erfolgreich? Und dann wollen die immer so Tricks. Es gibt keine Tricks. Ja. Das Ding ist, du musst einfach was tun. Du musst echt viel mehr tun. Also ich stehe oft um 5 Uhr morgens auf. Mach mein Ding dann, also und wenn die anderen aufwachen um 8 oder so, habe ich eben schon meine 2 Stunden Sport oder habe mein Business-Ding da schon hinter mir fast. Ja. Das heißt, du stehst wirklich um 5 in der Früh auf? Ja, heute bin ich um 2 aufgestanden. Okay. Und die Nacht wird auch vor 2 jetzt nicht zu Ende sein, das heißt, ich bin dann 24 Stunden auf dem Ding. Werd natürlich auch so nach 18 Stunden immer so ein bisschen leicht überdreht, ja. Mhm. Ja. Das bringt das einfach so mit sich.
Aber es macht ihm Spaß. Ja, cool. Also nochmal, ganz wichtig, auch die kleinen jungen Leute, ich weiß nicht, ob die jungen Leute, also die, man muss ackern, auch Schule und so. Ja. Da bei mir, ich habe einen in der Jury, Xavier, der sagt immer, man braucht keinen Plan B. Ja. Mhm. Das ist falsch. Und die ganzen Rapper, die ganze deutsche Hip-Hop und so, die verbreiten natürlich die große Nachricht, man kann das schaffen. Ja. Man kann Glück haben. Kann man wirklich. Aber so dieser Attitude der Rap-Szene, das ist ja überhaupt nicht deiner, oder? Das ist das Gegenteil davon. Eben, ja, das ärgert dich ja ich eher ein bisschen, einfach, oder? Ja, ich glaube einfach, dass nachhaltig auf ein Leben lang nur derjenige Erfolg hat, der tüchtig auch, der fleißig ist. Ja. Daran glaube ich, das ist mein Ding. You can win if you want, aber du musst was dafür tun einfach. Ja. Die Leute, die sehen, ich sehe das ja immer, die ganzen Leute bei DSDS, die wollen irgendwie ein Star werden, aber wollen eigentlich nichts dafür tun. Ja. Oder ich hatte mal ein Buch geschrieben, Planieren statt Sanieren. Irgendwie, die Leute haben gedacht, irgendwie, da stehen jetzt in die drei Tricks, du machst dies, das und das, und dann wirst du Multimillionär. Das waren dann ganz enttäuscht, dass da eben immer nur drin steht, du musst echt die Extrameile laufen, musst wirklich alles geben. Ja. Mhm. Mit der Carina bist du jetzt 13 Jahre zusammen. 13,5. Oder 13,5 sogar. Was ist denn das Geheimnis, dass das so lange hält? Wir ergänzen uns super. Ich habe totalen Respekt. Ich finde sie einfach gut. Mhm. Also, wenn ich aufstehe, freue ich mich, dass ich leben darf. Ja. Ja. Sie macht mir einfach ein schönes Leben. Und das große Geheimnis ist, ich habe auch ein bisschen versucht, das zu googeln, und man findet das irgendwie nicht raus. Seid ihr jetzt verheiratet oder nicht? Tja, das ist, google weiter und sag mir dann Bescheid, was du rausgefunden hast. Aber du vergisst das nicht. Okay, abschließende Frage noch. Bist du eigentlich mit dem Alter, bist du weicher geworden vom Typ? Naja, ich sag mal so, ein bisschen nachdenklicher. Man ballert nicht mehr einfach so Sachen raus. Ja. Früher habe ich irgendjemanden gesehen, habe den dann irgendwie, früher waren die Kandidaten auch brutaler, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann das Feedback war von mir dann manchmal auch brutaler. Mhm. Und ich kenne die Leute ja nicht. Weißt du, da hat man nicht so weißt du, machst du dann manchmal nicht Mitleid, wenn du denen wirklich was hinknallst? Ja, hinterher in der Sendung. Ja? Ja, aber wir wissen ja zum Beispiel nicht. Also die kommen rein und wir wissen wirklich, da ist nichts abgesprochen, nichts gefaked, null. Ich weiß von dem Kandidaten nichts, außer den Vornamen. Dann kommen die rein, ich bin ziemlich böse zu dem, weil er nichts kann. Und hinterher wird dann davor geschnitten, meinetwegen, dass seine Mutter im Sterben liegt und die, ich weiß nicht was, dass er ein ganz armer, total lieber Junge ist. Dann denke ich auch, wenn ich das sehe, ach du Scheiße, ja. Das, also, wenn ich das dann vorher, das wissen die aber auch, das ist mir nicht vorher, wenn ich es nämlich wüsste, wäre ich natürlich auch, ich bin auch ein Mensch, ich habe ein Riesenherz, glaube ich. Aber ich bin natürlich auch so, ich bin da ja da und ich soll ja wirklich die Wahrheit sagen. Ich kenne dieses Business, ich glaube, also ich meine, mit 11 bin ich das erste Mal aufgetreten und mit 27 war ich im Abteilungsleiter im größten Musikverlag in Deutschland, ja. Und ich kenne das Business wirklich vom Kleinsten auf, ja. Und wenn da jemand chancenlos ist. Dann bist du der Meinung, dann sagst du es ihm lieber gleich und zerstörst seinen Traum dann damit. Ja, ich zerstöre seinen Traum, aber dann kann er sich einen anderen Traum suchen. Ja. Warum soll der da 10 Jahre auf dem Holzweg rumlaufen und nachher kaputt alles, weißt du, der steht dann nachher hier in Wien vorm Hauptbahnhof mit einem Dings davor und spielt Gitarre, das ist doch scheiße. Ja. Dann sollen die doch lieber, Mensch, Deutschland braucht gute Lehrer, gute Fleischer, gute Bäcker, da kann man doch Erfolg. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als einen Job zu haben, wo du nachher nur immer unerfolgreich bist, damit kein Geld verdienst, deine Familie vielleicht hast, Kinder, denen du das Geld nicht geben kannst. Ich war vor ein paar Jahren hier mal, ne, in dieser Einkaufsstraße hier in Wien. Und da bin ich so an den Schaufenstern vorbeigebummelt. Ne? Und da stand so ein kleines Kind mit ihrer Mama und hat so gesagt, Mama, ich möchte das gerne, da was da im Schaufenster liegt. Ne? Und die sahen das schon, dass es denen nicht so gut ging. Ja? Und da hat die Mama dann zu dem Kind gesagt, du, das können wir uns nicht leisten. Ne? Und da, ey, das tut mir leid. Ja? Wenn man eine gute Ausbildung hat und am besten wirklich das Wichtigste ist wirklich eine tolle Ausbildung. Ja, die Leute sollen ihr Abitur, das heißt irgendwie anders bei euch, nicht Matura, ne? Ja. Sollen, wenn es geht, studieren oder sollen irgendwie gut, ein guter Bäcker wird auch immer gebraucht, ein guter Schlosser wird immer gebraucht. Man muss einfach gut sein in seinem Job, ja. Und weil so kleine Kinder, wenn die da so stehen und so, und die Eltern können es wirklich nicht, weil sie, sag ich mal, vielleicht arbeitslos sind oder so, das tut einem doch echt weh.
Und der Menteres, der ist ja eigentlich genau das gewesen, der konnte auch nicht singen, dem hast du es Jahr für Jahr gesagt, aber der ist jedes Jahr gekommen. Ja. Ja? Und irgendwann hast du das so geil gefunden, dass du gesagt hast. Ja, weil er so ein Kämpfer. Ja? Das taugt ja, oder? Solche ja, so Fighter irgendwie, die mag ich schon, die immer am Boden liegen und immer wieder aufstehen und wieder immer es versuchen, das finde ich mega. Noch ganz zum Ende die letzte Frage, weil wir jetzt ein bisschen über Politik geredet haben und du ja ein politischer Mensch bist. Könntest du dir eigentlich selbst vorstellen, mal in die Politik zu gehen? Verdient man zu wenig. Ja, du hast ja genug verdient, aller Donald Trump, oder? Ja, nee, also ich wusste, dass das jetzt kommt. Na, also ich glaube, dass das sehr frustrierend ist, weil du natürlich, du kannst ja machen auf diesem Planeten, was du willst, ja. Ob das richtig oder falsch ist, du kriegst immer den Shit, ja, also immer Shitstorm oder was. Ich meine, das sieht man ja auch schon, wie die Politiker reden. Die trauen sich ja schon gar nicht mehr, irgendwas zu sagen, weil sie natürlich genau wissen, wenn sie sagen, Schwarz ist meine Lieblingsfarbe, sagen alle, die Weiß ihre Lieblingsfarbe haben, da kriegst du von denen, sagst du umgekehrt, kriegst du von denen. Man schafft es ja nie als Politiker so richtig, sage ich mal, beliebt zu sein. Und ich habe das auch aufgegeben, sage ich mal, zu wollen, dass mich alle lieben. Ja? Das ist Quatsch, weil dann wirst du nie glücklich sein. Du musst denken so, okay, wenn vielleicht die Hälfte der Leute mich ganz gut finden, dann ist prima. Die andere Hälfte lässt die mich von mir scheiße finden. Aber Politik zu machen, das ist so, also in dieser Welt, also ich würde ja ab und zu dann auf meinen Instagram-Account gucken oder auf Twitter oder wer weiß was, und wenn dann alle schreiben, oh, du Arschloch, hast gestern das und das gesagt, da muss man so kein Herz haben oder so abgewichst sein. Das wäre nichts für dich. Nee. Hat dich schon mal jemand gefragt, eine politische Partei? Sag ich lieber nicht. Aber mich haben schon ein paar, also ich lese das ja auch auf meinem Account, also ich würde dich wählen als Bundeskanzler oder warum machst du das nicht oder so. Aber ist nicht mein Ding. Außerdem glaube ich irgendwie, gibt ja andere, die dafür, auch Jüngere jetzt, ich will ja nicht so einen alten Daddy da jetzt haben, ja, wie Trump zum Beispiel, sondern ich will ja einen wie hier in Österreich. Ja, den Kurz. Okay, Dieter, vielen Dank für den Besuch im Studio, war echt ein cooles Interview. Heute Abend bist du in der Wiener Stadthalle und ich glaube morgen in München, oder? Genau, dann, so ist genau, es. Genau, geht's dann weiter. Vielen Dank. Danke dir. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann geht's weiter mit den aktuellen Nachrichten.